Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Anduril. So, erstmal danke für den Tipp, den ich bekommen habe. Und zwar habe ich wohl was übersehen in der Nähe von Jeros Haus. Das werden wir jetzt sofort machen und da kommen wir auch direkt schon zu einem kleinen Update. Und zwar habe ich und glaube 4 Mods installiert. Darunter einmal ein neues Menü, dass das Ganze jetzt hier einfach mal ein bisschen schöner aussieht. Im Prinzip ist es hier immer noch dasselbe. Ja, hier unten hat sich das so ein bisschen geändert. Und das wäre auch im Prinzip dann schon alles für diesen ersten Mod. Der andere Mod, den ich für mich aus wirklich am wichtigsten fand, ist folgender. Wir können nun endlich schnell reisen. Ja, wie gesagt, habe ich ja eh vorgehabt, dass ich da gucke, dass ich da ja das irgendwie noch hinbekomme. Weil letztendlich, klar, wenn man natürlich auch alles so erkundet, ist es natürlich schöner. Aber da wir ja eh jeden Ort finden müssen, den wir nicht kennen, sind wir ja im Prinzip ja eh einmal dann diesen Weg auch gelaufen. Und von da aus lohnt es sich halt für mich, jedenfalls finde ich so, ist mehr, wenn man dann einfach danach schnell reisen kann. Erstens, es spart Zeit und ja, das werden wir auch direkt mal machen. Wir müssen genau hier hin. In der Nähe von Jeros Haus, hier war doch so eine Art Banditenlager ja gewesen, dass wir, ich sag so, war ja glaube ich sogar noch relativ am Anfang, ja, säubert haben. Und da müsste eigentlich irgendwo noch ein Lehrlingsbuch für leichte Rüstung liegen. Und zwar im Hauptzelt. Na, ist gerade ein bisschen oder kommen wir es jetzt nur so vor? So, genau, hier. Hier, Lehrbuch, leichte Rüstung. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Der andere Mod. Der dritte Mod ist ein Level-Mod. Auch da danke für den Tipp. Und zwar müsste das jetzt eigentlich funktionieren, wenn ich jetzt auch so kämpfe, dass ich meine Sachen so auch steigern kann. Ein Level-Up davon werden wir allerdings nicht bekommen. Also wir werden wahrscheinlich weiterhin nur unsere Erfahrungspunkte durch Gegner und Quests kriegen. Aber das ist in Ordnung. Für mich ist es jetzt erstmal wichtig, dass wir dann auch einfach ohne Lehrlingsbücher mal unsere Einhand-Zerstörung Bibapro trainieren können. So, wie spät haben wir denn? Ach, ich kann ja nicht gucken. Ich muss, nee, warte mal, so muss ich gucken. 8 Uhr morgens, wo sind denn die Leute zum Verkaufen? Immer diese Novizen. Egal, bis die da sind, werde ich jetzt erstmal gerade noch Folgendes tun. Ich würde ganz gerne das hier ablegen. Falls wir in der Zukunft, nochmal eine stärkere Rüstung finden sollten, die einfach auch jetzt für die leichte Rüstung Boni hier nicht mehr viel bringt, weil wir haben jetzt zwar hier unsere Erhöhung für leichte Rüstung, aber trotzdem werde ich den hier nicht verkaufen. Den legen wir ab und den Rest. Warum muss das Zeug so teuer sein? Den Rest gehe ich dann jetzt einfach gerade in dem Laden hier vertecken. Weil ich glaube, das ist eh ein Händler für alles. Das heißt, wir können da auch unser Silberbesteck, wir haben ja irgendwie so Besteck dabei, können wir dann auch verticken. Und dann machen wir dann direkt gleich mit der Hauptquest mal weiter. Was zum Henker? Ah. Hallo. Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Ei, zeig mir mal deine Ware. Dies und das. Schaut einfach selbst. So, der hat auch bestimmt einiges an Geld. Das ist in Ordnung. Wir werden erstmal gerade hier gucken, was wir verticken können. Eine Flöte werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Kann das mal weg. Messer kann weg, die Pfeife behalten wir mal, falls wir mal eine durchziehen wollen, denn mit Friedenskraut können wir das Arkanistenfieber senken. So, das kann weg, nämlich die Sachen hier brauche ich nicht. So, so viel dazu. Behalten wir mal schön, damit wir dann noch später dann unsere Heilungstränke für Ambrose herstellen können. Das geht ja mittlerweile auch. Wir haben ja genügend dafür gesammelt, oder beziehungsweise wir haben die Rezepte dafür. Jetzt erstmal kann das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das. Feine Kleidung haben wir schon, das kann weg. Das zählt auch alles unter schwere Rüstung. Dann kann das hier auch schon wegkommen. Ich weiß nicht, ob wir den silbernen Granatring mal behalten, falls wir selbst verzaubern wollen. Ich denke mal, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und dies hier verkaufen wir noch. Aber Waffen haben wir da bestimmt auch noch einiges dabei. Jawohl. So. Hätten wir das auch erledigt. Ich schätze mal, das war's erstmal aus unserer Seite. Was hast du denn eigentlich so dabei? Was haben wir denn hier noch?
Ah, ne, das brauchen wir nicht. Hast du vielleicht irgendwie... Ne, Waffen hast du jetzt nur unser Zeug. Okay, was ist denn... Wieso sind die so golden? Oder bedeutet das einfach, dass ich selbst eine davon anketten will? Oder sind die einfach nur dann stärker? Wobei, das hier kostet zum Beispiel auch mehr, weil es irgendwie nicht so gelb. Was auch immer das bedeutet. So, gut. Schreitet wohl. Ich danke, müssten wir auch eigentlich wieder ordentlich tragen können, jawohl. Und was ich eigentlich auch mal noch machen könnte... Nee, stopp. Moment. Nee, unter Magie. Mein Gott. Fokus ist drin. Unsere Tragkraft wird hier noch immer verringert durch unser seltsames, durch dieses seltsame Fieberding, was wir haben. Ja, was ich vielleicht auch noch geplant habe, vielleicht. Aber machen wir es auf jeden Fall. Aber ich habe es vielleicht auch schon für die nächste Zeit geplant, dass wir uns einfach mal kurz auch noch die... mal diese Tischspiele in der Taverne ansehen. Da gibt es ja immer so einen Würfeltisch, Spieltisch und einmal mit Karten. Da wir das auch mal gemacht haben, vielleicht lohnt sich's ja. Und jetzt werden wir aber erstmal mit dem guten mit dem guten Alfred reden. Hallo. Hm. Wer seid ihr? Nur ein Reisender. Ihr seid Alfred, richtig? Der Kindheitsfreund eines Mannes namens Jero? Jero. Es geht um seinen Tod, richtig? Diesen Amoklauf. Ja, ihr wisst davon. Natürlich. Wer weiß es denn nicht? Jero war doch einer von uns. Es ist schrecklich. Einfach nur schrecklich. Aber wollt ihr die Meinung eines alten Mannes hören? Ich hatte schon immer geahnt, dass so etwas irgendwann passieren würde. Malfas, verzeih mir, dass ich derart über einen heiligen Hüter spreche, aber es ist die Wahrheit. Ihr meint, ihr habt es kommen sehen? Inwiefern? Schwer zu erklären. Kommt, setzen wir uns. Und so redet es sich besser. Okay. So. Ach, Jerome. Da habt ihr wirklich ein Kapitel aufgeschlagen, wisst ihr das? Ihr hattet recht mit dem, was ihr vorhin gesagt habt. Wir zwei waren früher beste Freunde. Unsere Väter haben sich gekannt. Und seit ich denken kann, haben Jero und ich irgendwelchen Unfug miteinander getrieben. Zumindest bis seine Mutter damals starb. Nicht an Altersschwäche, schätze ich. Nein, Banditen. Mitten auf der Groschenstraße. Letztens ist das ja normal geworden, aber... damals galt sie noch als sehr, sehr sicher. Sie war auf dem Weg nach Ark mit drei anderen Frauen und oben beim Pass ist's dann plötzlich passiert. Niemand hat überlebt. Jero hat es zerschmettert. Wobei ich fast glaube, dass das Schlimmste für ihn war, wie sein Vater nach dem Vorfall zerfallen ist. Die Fischerei verkam und der arme Kerl tat Tag ein Tag aus nichts anderes mehr als saufen und schlafen. Das hat Jero für immer verändert. Wie genau? Tja, gute Frage. Einerseits wurde er zum Mann, trotz seines zarten Alters. Und andererseits hat es etwas in ihm geweckt, könnte man sagen. Den Wunsch, irgendwie mehr aus seinem Leben zu machen. Die alte Mutter Jannik hat das gemerkt und nahm ihn zum Lehrling. Er lernte lesen und schreiben und konnte die gesamten heiligen Verse irgendwann auswendig. Und wenn er nicht gerade seinem Vater aus dem Suff helfen musste, half er überall im Dorf, wo er konnte. Okay. Er hat seine Trauer in Schaffenskraft verwandelt? Das klingt doch eher nach einer guten Entwicklung. Ja, so kann man's sehen. Es dauerte nicht lange, da war er das Juwel des Dorfes. Der strebsame Fischerjunge, der, obwohl er nur schaffenden Pfades war, zu großem bestimmt sein konnte. Und dann kam's, wie es kommen musste. Ein Ordenshüter kam nach Flussheim, um das Wunderkind mit eigenen Augen zu sehen. Und siehe da, in all seinem Scharfsinn hatte er noch eine schlummernde Magiebegabung. Der Hüter nahm ihn mit, und ein paar Monate später begann er sein Noviziat. Seither habe ich ihn nur noch zweimal gesehen, weil er nur noch sehr selten nach Flussheim kam. Ich glaube fast, dass er gar nie bemerkt hat, wie sehr mich das damals getroffen hat. Okay.
Ist es so ungewöhnlich, dass ein erschaffenden Pfades eine Chance bekommt, ein Hüter zu werden? Wenn ein Schaffender es zum Feldwebel in der Garde schafft, ist das schon Grund für ein eigenes Bardenlied. Er muss der erste Novize seit Jahrhunderten gewesen sein, der nicht erhabenen Pfades war. Also ja, es ist ungewöhnlich. Mehr als nur das. Und was meintet ihr nun damit, dass ihr Jerustat habt kommen sehen? Tja, das ist schwer zu erklären. Ich glaube, es war die Art und Weise, in der er immer von seinen großen Plänen erzählte. Wie er die Welt verbessern würde und zum mächtigsten Hüter seit Loram Wasserklinge aufsteigen würde. Hinter all dem war nämlich immer so eine Wut. Eine Wut gemischt mit unglaublicher Trauer und Enttäuschung. Ich glaube nicht, dass ihm das selbst wirklich klar war. Diese Wut war es nämlich, die ihm die Kraft gab, all das zu tun, Tag und Nacht zu schuften und zu lernen. Aber auf mich wirkte sie auch immer gefährlich, wie der blaue Tod. Er lauert in dem weglosen Magier, der glaubt, Magie ohne die Hilfe des Ordens meistern zu können. Und erst schenkt er ihnen Kraft. Aber dann, eines Tages, bricht er mit all seiner unheiligen Zerstörungskraft hervor und macht sie zu den Bestien aus den alten Liedern. Aber was soll's? Ich bin nur ein alter Mann und was weiß ich schon von solchen Sachen. Lasst mich nun etwas schlafen gehen, Madame. All die Erinnerungen machen mich müde. In Ordnung, danke für eure Hilfe. Ja, natürlich. Alles klar, dann haben wir das schon mal erledigt. Mit Alfred gesprochen, jetzt müssen wir wieder zu Jesper gehen. So, jetzt frage ich mich, ist er jetzt bei Jeros Haus oder gammelt er irgendwo immer noch denn rum? Und das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Er ist jetzt endlich dort. Und jetzt müssten wir ja eigentlich den Weg hinlaufen, aber das haben wir Gott sei Dank, dank dem Mod, erstmal gespart. Vorher möchte ich aber nochmal gerade schnell einen kleinen Ausflug zur Schmiede machen. Um nochmal zu schauen, was ich bräuchte, um einen Harnisch herzustellen. Achso, nein, ich will... Ach ne, ich muss an die Schmiede gehen. Ich mach's immer falsch. Ich gehe immer an die Werkbank. Oder, stimmt. Ich glaube, unser Schmieden war einfach noch nicht hoch genug, ne? Wir hatten doch schon mal, glaube ich, nachgesehen. Bauplan? Ne, da nicht. Also, wir haben hier zwar den Bauplan, aber irgendwie. Wird er mir nicht angezeigt, wenn ich auf Schmieden gehe? Mir werden nur die Eisenhandschuhe angezeigt. Warum auch immer mir der Harnisch nicht angezeigt wird, ich weiß es nicht. Kann wahrscheinlich einfach daran liegen, dass meine Schmiedekunst einfach noch zu niedrig ist. Wäre ja gut möglich. So, jetzt aber auf zu Jeros Haus. Ach ja, wir müssen das leichte Buch noch lesen, ne? Also, ach, das leichte Buch, genau. Das Lehrlingsbuch für leichte Rüstung, so. Das wollte ich sagen. Ah, jetzt ist hier offen. Okay. Ja, ich werde es einfach nie lernen. Oh, leichte Rüstung, Buch. Auf 17 erhöht. Sehr schön. Hat das was gebracht, deine Punkt? Wahrscheinlich nicht, schätze ich. Nein, hat nichts gebracht. Alles klar. Oh, hier haben wir noch Salz. Gar nicht gesehen. Und wir haben ja jetzt ja auch noch eine Quest für das hier. Jeros Schatulle. Wir haben ja einen Schlüssel gefunden, damals. Ja, was ist der? Würde ich mich jetzt gerade mal fragen. Hat er noch irgendwo ein Geheimversteck? Wäre ja gut möglich, man weiß ja nie. Aber vielleicht ist das auch erst unten im Keller. Weil ich schätze mal, hier wird jetzt nichts sein, wenn wir hier immer noch entlang gehen gerade. Ich guck's halt jetzt nochmal lieber ab gerade. Sicher, sicher.
Mal gucken, was überhaupt, was steht denn in der Questbeschreibung dazu? In Magister Jeros Schatulle fand ich einen mit dem Emblem des Ordens erzielten Schlüssel. Vielleicht lässt sich irgendwie herausfinden, was er öffnet. Wahrscheinlich können wir damit auch einfach mal jetzt mal ansprechen. Vielleicht weiß der Gute ja, was damit zu tun ist. Ja, ich glaube, hier wird jetzt nicht viel bringen. Aber wie gesagt, was halt noch sehr interessant wird, zu wissen, wie spawnen denn die Gegner hier? Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist nicht der Fall. Aber vielleicht irre ich mich auch nur, weil im Prinzip hätte ja schon am Banditenlager, wo wir das Lehrlingsbuch geholt haben, wo wir in den ersten Parts waren und es gesäubert hatten, ja schon längst wieder Banditen sein müssen, oder? Oder dauert das einfach länger, bis da was respawnt? Wäre ja gut möglich, ist ja dann auch in Ordnung. Aber schreibt mir einfach mal und dann weiß ich ja Bescheid. Aber es wäre ja natürlich nützlich, wenn sie es wieder spawnen, weil wir kriegen ja durch die Kämpfe ja unsere Erfahrung, wenn wir dann später nur noch durch Questen dann unsere EP bekommen, weil wir dann schon alle Gegner getötet haben, sage ich jetzt mal grob gesagt so. Das wäre schon ein bisschen blöd, ne? Aber gut, so, ich werde jetzt erstmal den Part hier beenden, meine Lieben, und ich hoffe, euch hat es gefallen und sehen wir uns lieber. Und sehen wir uns einfach hier beim nächsten Mal wieder. Bye. Macht es gut. Ciao.